Gamescom-Woche. Ja, ich bin hier extrem am Demo-Version suchten. Und spiel mal hier gerade mal die Musik ein bisschen leiser. Musik leiser. Ja. Okay, ja, Gamescom-Woche. Ich suchte mich ja an den Demo-Version zu Tode. Ja, aber scheiß drauf. Gamescom ist nur einmal im Jahr. Oh je, yeah, oh je. Yeah. Ja, hier haben wir direkt ein Gamescom 2020 Demo. Ja, willkommen zu To The Rescue. Die Demo-Version, das Let's Play der Demo der 2020 Gamescom. In die Arena Booth Demo-Version, das steht sogar direkt hier am Logo, das ist großartig. Hab gerade schon mit den Entwicklern, mit einem Entwickler, der in die Arena gechattet. Der war ganz begeistert, dass ich mit ihm geredet habe und dass ich das auf meinem Kanal als Let's Play bringen werde, als Let's Test bringen will. Ist ja, grüße ihn raus an den Entwickler. Sprechen alle Englisch, aber ja gut. Greats to the developer. If you look it after the release, I will playing your demo now. My English is very bad. Deshalb rede ich jetzt auf Deutsch weiter und starte das Spiel. Wir spielen ein kleines Rundenspiel, To the Rescue. Das ist so ein bisschen, sieht ein bisschen aus wie. Also die Trailer haben so ein bisschen ausgesehen wie ja, Nintendox sieht, hat so ein bisschen den Stil von Nintendox, dass man so seinen Hund adoptiert und sich darum kümmert. Ja, Shelter, jetzt muss ich wahrscheinlich meinen Stall, der Shelter ist doch Stall, oder? Das ist doch so, oder mein Gebiet, oder? Ich nenne es einfach mal Zwergi. Continue. Choose your character. Ach so, ja, dann ist mein Charakter auch Zwergi. Ja, okay. Kann ich hier. Choose your character. Nee, ich will nicht das. Ach so, sehr gut. Ja, bleibt mir wohl nur. Jung oder Mädchen. Dann nehme ich mal den Jung. Ja. Kann ich noch weg? Ich würde gerne noch meinen Stall, mein Shelter umbenennen. I would like to umbenennen mein Shelter. Zwecki versucht Englisch zu reden. Ja, bevor es noch cringiger wird, nehmen wir mal los hier. Continue. Okay. Choose your champion. Okay, hier haben wir einmal mit Q und mit E können wir uns bewegen. Ah, okay. Dann haben wir einmal den dicken hier. Hier haben wir. Ja. Ich glaube, der sieht hier ganz putzig aus. Den nehmen wir. Wie nennen wir den denn? Hehe. Ich nenne den Modi. Modi, mein Kleiner. Zwinker. So, da sind wir. Tutorial. Welcome and thanks for playing the To the Rescue in the Arena Booth Demo. Ich habe zu danken. I'm Cooper and I will be your guide. Das ist Pre-Alpha-Demo, eine sehr, sehr frühe Demo, wie mir schon gesagt wurde. Also, wenn hier noch was falsch läuft, was irgendwie nicht ganz schön und nicht ganz angenehm ist, das kann sich noch ändern. Hat noch viel Potenzial. Ist jetzt hier nochmal ein erster Look auf das Spiel. Okay, for now you can run the shelter for and in-game week. For an in-game week. Ach, okay, für eine in-game Woche. Und
and help some dogs find home. Okay. Hier kann ich Pause klicken. Ah, okay, da kann ich. Ja. Welcome to the rescue. You've just arrived at the first day of your new job running the local shelter. Ja, okay, get started. Legen wir einfach los. Nicht viel drum herum gerede. Starten wir einfach. Und da ist Morty schon. Das ist da schon in der Ecke auf seinem Kissen. Ach, okay, das ist mein Shelter. Hier haben wir Fasma, Ginger und Pudding, die kuscheln hoffentlich gerade nur miteinander. Ja, sie kuscheln nur miteinander. This is the holding kennel. When new dogs arrive at the shelter, they will be here. Ja, okay, das Tutorial einfach mal überspringen. Das ist, ja, wer braucht ein Tutorial? So, der Computer, ja, okay. Ich probiere mich einfach aus. Trial and Error. Okay, hier können wir reinmarschieren. Ja, ja, Computer, ich weiß. Ja, jetzt können wir Futter kaufen. Wie viel Geld haben wir denn überhaupt? Wo ist denn unser Geld? 1500 haben wir. Okay, das reicht für ein bisschen Futter. Ach so, 10 habe ich noch, dann muss ich nichts Neues kaufen. Gut, kümmern wir uns mal um Morty hier. What's that, Morty? I can build canvas and buy supplies and upgrades on the computer. Das hat mir gerade der Morty verraten. Don't. Ja. Muss mir gerade mal ein bisschen Kopfhörer leiser stellen. Doch mal hier ein bisschen die Settings leiser. Ja, irgendwie ist die Musik wieder hochgeswitcht. Was? Nee. Okay, ja gut, da gibt's was wir machen können. Shop, nee, Shop wollen wir nicht. Ja. Wir haben eine 8 offen. Eine Bowling, nicht Bowling hier, nicht. Hier, Billard. Kugel 8 offen. Das ist hier dieser. Wahrscheinlich, das ist diese Orakelkugel. Ja. Hier geht's weiter. Ja. Adoptionsdesk. Jetzt können wir einen neuen adoptieren oder was? Ist noch ein bisschen zu früh, oder? Dann können wir Morty eine Schleife verpassen. That's that Morty, you think you should build canals to make room for the new dog. Okay, hier haben wir noch Ginger, Fasma, Kitty, Bo und Pudding. Okay. Ich hau ab, Leute, ich lasse euch alle im Stich. Ich hau jetzt ab, ich gehe. Freiheit. Ich renn davon. Ich hab keinen Bock mehr auf euch Hunde. Oder, okay, ich bin hier eingesperrt. Oh nein. Ich bin eingesperrt. Hilfe. Ich wollte wegrennen. Durch die Hintertür abhauen. Hier bin ich eingesperrt. Ah. Ich komme hier nicht mehr raus. Ah. Ich bin gefangen. In meiner Hundeklinik. Das ist ein Mist auch. Ah, jetzt bin ich hier frei, oder was? Ich kann nicht raus. Nein, ich kann nicht raus. Verdammt. Überall eingezäunt. Ringsherum. Das ist aber ein großer Park hier. Ein großes Gelände hier, ein großes Ding. Verdammt, verdammt. Ah, im Kreis gelaufen. Panisch ist im Kreis gelaufen. Ah, ich will hier raus. Ich will hier weg. Ach, muss halt doch arbeiten gehen.
Medical Table. Noch ist keiner krank. Oh. Spritzenschrank. Warum jetzt die Steifen her? Okay. Ist das jetzt eine von den Spritzen oder was? Ist das eine Spritze, Modi? Aha, okay. Ja. Kann man dich irgendwie mitnehmen, oder? Ach, das ist ein Außenkäfig. Ja. Futter kaufen müssen wir nicht. Ach so, so scheiße ich den Ton leise, oder was? Ja, habe ich beim Tutorial wohl nicht ganz aufgepasst. Tja. Menü und Events haben wir hier auf Tab. Nichts los. Was machen wir jetzt mit dir? Build Kennis to make room for new dog. Mhm. Das gibt's auf der Maus oder was? Gibt's nur Foods? Gibt's hier unten noch was anderes? Mhm. Hier gibt's eine Leine. Neuen Raum können wir hier nicht kaufen oder was? Marketing, Barkroom, Barkbook, nee. Bild. Das sieht gut aus. Remove. Work Kennel. Ja, hier. Und schon ist unser Geld alle. Dann geh einfach mal ein paar kleine Räume gebaut. Warum nicht? Great work. Ich habe es ein bisschen übertrieben. Ja, ist gut. Ich weiß. Ich übertreibe es gerne mal ein bisschen. Ach, das war schon meine Aufgabe. Now you have some kennels for the new dogs here. In the main shelter area, complete with food and water bowls. You can explore the other features of the computer later. Ja, okay. Red nicht so viel. Okay, jetzt habe ich hier kleine Zwinger. Kennels. Kennels are where dogs live day or today. The smallest kennel can house and feed one dog at a time. Each dog needs a home. Kennel available to avoid fines for overcrowding. Okay, Modi, magst du vielleicht eins davon? Was that, Modi? I can build kennels and yeah, buy supplies and yeah. Okay, das haben wir schon. Und nur kann ich dir da Futter reintun? In den Händen haben wir nichts. Ich habe mal Futter. Ich könnte Modi mal Futter geben. Das ist vielleicht die Aufgabe hier. Modi, du brauchst Futter. Futter für dich. Good idea, I should probably also try matched dogs of type. Würde schon ist was? Was für ein Ding? Okay. Was ist denn Futter da dran? So, okay. Los, geh fressen, Moni. Geh fressen. Okay, ich habe nur einen Hund. Soll ich jetzt hier noch anderes Futter holen? Medizinisches Futter.
Okay. Ich will das andere Futter nehmen. Ich will das hier. Ich will. Nee, das gelbe Futter will ich nehmen. Der Yellow Futter. Yellow Food. Ich will das gelbe Futter nehmen. Das gelbe. Das gelbe. Ja gut, dann halt eben nicht. Dann kriegst du halt medizinisches Futter. Was mit euch? Kitty habe ich hier. Mhm. Die braucht das blaue Hundefutter. F. Blaues Hundefutter. Jetzt habe ich grünes Futter. Was willst du mit grünem Futter? Es ist doch hier. Es war doch gerade die Rede von blauem Futter. Hm. Tja, verstehe das noch nicht so ganz. Aha, okay. Ich hau ab hier. Mir wird das Ganze zu viel. Ich gehe jetzt. Ich gehe weg. Ich hau ab. Ich will hier raus. Ich fliehe. Hab keinen Bock auf Hunde. Ich habe eine Hundephobie. Warum mache ich das hier überhaupt? Was ist hier? Remove. Ich baue hier wieder ein paar Hundezwinge ab. So viele brauchen wir gar nicht. Hier reicht 3, 4. Jetzt haben wir das blaue Hundefutter. Das ist doch gut. Modi kriegt, glaube ich, das Gelbe. Modi muss das Gelbe kriegen. Das ist sehr gut. Jetzt geht's. Wieso ist die Musik schon wieder so laut? Die Musik ist schon wieder auf 100%. Das habe ich nie gemacht. Ja. Jetzt kann ich auch grünes Futter nehmen, oder? Das ist natürlich ein grüner Futter. Mhm. Ach so, vielleicht. Ja gut, dann kriegst du halt rotes Futter von mir aus. So, Essen ist fertig. Der Endings, das ist sehr gut. Wenn der Tag vorbei ist, dann kann ich die Demo-Version noch damit beenden. Ja, keiner wurde gefüttert. Ja, what's that, Modi? Ja, okay, der hat aber schon mehrfach gesagt. Ich kann ja am Computer nachgucken. Okay, ja, Moment, können wir das irgendwie anklicken? Events, Grants, Shop. Können wir uns noch was Schönes kaufen, hier eine Hundeleine? Ich habe nicht genug Geld. Hm. Nicht genug Geld für irgendwas. Eine Spritze kann ich mir noch kaufen. Sehr gut. Ich habe mir eine Spritze gekauft. Können wir Modi noch eine Spritze verpassen? Ist zwar ziemlich gesund, aber ja. Was ist mit der Musik schon los? Was zum Fick? Ja, irgendwie mache ich die immer wieder lauter. Jetzt habe ich wie zum Achso. Jetzt habe ich eine Hundeleine. Aha, woher habe ich jetzt eine Hundeleine? Okay. Modi, komm mit. Oder einer von euch. Oh, Kitty. Kann mit Kitty Gassi gehen. Kommst du mit, Kitty? Komm mit raus.
Oh, schade. Tag 1 vorbei. Hab ein bisschen Verluste gemacht. Ja. Schön. Negativbalance. Overcrowded. Ja. Ja. Ich glaub, wir lassen es jetzt mal gut sein. Ich starte noch den nächsten Tag, aber. Ja, ja, wir können hier noch einen Hund Gassi führen. Molly können wir nicht Gassi führen. Sehr schade. Die sind alle am Verdursten oder was? Fass mal. Komm jetzt mit. Ich schläf hinter mir her. Ich weiß, dass du Durst hast. Ich geh jetzt mit dir spazieren. Geh jetzt Gassi mit dir. In Neglet. Wir bringen den noch um. Komm jetzt mit. Ich will jetzt mit Gassi gehen. Ich weiß nicht mal, wo es was zu trinken gibt. Wie kann ich dem denn was zu trinken geben? Krieg ich den hier rein? Oh, sehr gut. Da kann er was essen. Okay. Kann ich Modi irgendwie dahin bringen? Was denn jetzt mit Fass mal wieder? Hier rein. Rein hier. Ginger. Oh, wie süß. Dieses kleine Hündchen. Du kommst hier rein. Ist mir egal, was für ein Futter ihr da habt. Pudding. Was ein süßes Ding. So, du kriegst jetzt hier bei deinem. Das ist zwar medizinisches Essen, aber was soll es? Ja, rein mit dir, Pudding. Da rein. Dann halt nicht. Hier rein. Hund. Ja gut, dann lassen wir es, glaube ich, hier mal bleiben. Ich habe ein bisschen chaotisch diese Demo-Version ausprobiert, aber jetzt so ein bisschen, ja, Try and Error. Habe jetzt wenig auf das Tutorial gehört, habe ein wenig so die Musik, da. Habe so ein bisschen das Tutorial ignoriert und das gemacht, was ich wollte, aber ja, kann sich sehen lassen, das Spiel, das ist doch, ja, ich werde es wahrscheinlich nicht let's playen, das reicht jetzt wahrscheinlich, wenn ich es jetzt in der Gamescom 2020 Demo gespielt habe, ja, dann reicht das jetzt für meinen Kanal erstmal aus, ja, ich habe mal, ich glaube 2017 oder 2018, ja, 2017 habe ich meine Nintendox gespielt, ja, ist mal schön für den Netztest, für den Let's Play eher nicht so. Es ist ja, kann man noch viel dran ändern, so ein bisschen das, ja, hat sicherlich noch ein paar Fehler, die ich jetzt, ja, aber es ist ja noch in der Alpha, es ist eine Pre-Alpha-Version. Also alles, was da irgendwie ein bisschen buggy oder so weiter war, das, ja, kann man alles noch. Gut, bevor ich mich noch hier weiter um Hals und Kragen rede, da mich nach oben soll es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und den nächsten Part, das nächste Test nicht verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen, fürstlichen Tag und wir sehen uns in einem anderen Spiel wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao.